Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren immer die Kraft der Erneuerung. Es wurden in den vergangenen Jahrzehnten Errungenschaften geschaffen, von denen die Menschen auch heute noch profitieren und gut leben. Bereits 1950 hat die SPÖ dafür gesorgt, dass die Familien eine Kinderbeihilfe erhalten. 5 Jahre später wurde mit dem Sozialversicherungsgesetz das Fundament für den Sozial- und Wohlfahrtsstaat gelegt, ein Meilenstein. Denn mit dem Mutterschutzgesetz 1957 bereits der nächste folgte. Bildung muss kostenlos sein. Deshalb wurde 1962 das Schulgeld abgeschafft. Niemand darf diskriminiert werden. Das gilt für Kinder ebenso wie für Menschen unterschiedlichster sexueller Orientierung. Erst seit 1971 ist die gleichgeschlechtliche Liebe nicht mehr strafbar. Im Jahre 1972 wurden 2 wichtige Dinge von der SPÖ durchgebracht. Die Schulbuchaktion und die Abschaffung der Studiengebühren. Eine wichtige Maßnahme zum Schutz der Arbeitnehmerinnen wurde in meinem Geburtsjahr 1973 beschlossen. Von nun an war es möglich, im Krankheitsfall seinen Lohn 4 Wochen lang weiterzubeziehen. Super. Dass man zur kostenlosen Gesundheitsuntersuchung gehen kann, ist nicht selbstverständlich. Das wurde erst 1974 möglich gemacht. Den Mutter-Kind-Pass, den heute alle kennen, wurde 1974 eingeführt. In den ersten 10 Jahren wurde die Säuglingssterblichkeit dadurch halbiert. 1975 war ein wichtiges Jahr. Durch den legalen Schwangerschaftsabbruch bis zum 3. Monat wurden Frauen in der Bestimmung über ihren eigenen Körper bestärkt. Und im gleichen Jahr haben wir gemeinsam die 40-Stunden-Woche auf den Weg gebracht. Johanna Donal wurde 1990 die erste Frauenministerin. Sie setzte die Möglichkeit durch, dass Frauen ihre gewalttätigen Ehepartner durch eine einstweilige Verfügung den Zutritt zur Wohnung untersagen konnten. Oft vergessen, aber umso wichtiger für Pflegebedürftige und deren Angehörige. 1993 wurde das Pflegegeld eingeführt. Die SPÖ sorgt 2010 mit Einführung der Mindestsicherung dafür, dass Menschen nicht durch das soziale Netz rutschen. Kinder haben Rechte. Darum haben wir 2011 dafür gesorgt, dass dies in der Verfassung verankert wird. Alle haben Würde verdient, deshalb wurde 2017 der Pflegeregress abgeschafft. Seit 2019 ist es Vätern möglich, den ersten Monat bei ihren Neugeborenen zu sein. Dank der SPÖ gibt es darauf nun auch einen Rechtsanspruch. Wir begreifen uns als Partei des Fortschritts und der Veränderung im Dienste der Menschen. Gestern? Heute. Morgen. Wir tun es unseren Vorkämpferinnen und Vorkämpfern gleich und verändern das Leben der Menschen zum Besseren. Von der kostenlosen Kinderbetreuung bis hin zum Pflegeplatz. Fairness und Chancengleichheit sind unser Ziel. Unser Antrieb sind unsere Werte. Freiheit. Gleichheit. Gerechtigkeit. Solidarität. Du und ich, wir sind Sozialdemokratie.